Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Ich war ganz normaler Lehrer und habe davon geträumt, einmal irgendwann in diesen Bereich des Profifußballs reinzukommen. Ich habe also die normale Arbeitswelt vorher schon erlebt, um dann zu sagen, so Schluss aus, ich lasse alles stehen und liegen. Glücklicherweise hat meine Frau das mitgemacht, meine Familie das mitgemacht. Und ich konzentriere mich nur auf diesen Profifußball, den ich da kennengelernt habe als Trainer. Wie schon gesagt, 14 Vereine in der Bundesliga oder 14 Stationen in der Bundesliga, 1. und 2. Bundesliga in Deutschland trainiert. Ich weiß also, wovon ich rede, und ich weiß auch von dem, was ich eben erlebt habe. Und da kann man nur sagen, es ist eine Scheinwelt. Und eine Scheinwelt, die aufgebaut wird innerhalb der Zeit, in der du dich da bewegst, nimmst du eine Rolle ein, die unglaublich ist. Unglaublich ist, die du im normalen Leben gar nicht erreichen kannst. Vom Sozialen her, vom Finanziellen her und von allen anderen Dingen auch. Und da gibt es oftmals bei vielen, vielen Spielern, die ich persönlich auch betreuen durfte, trainieren durfte und erlebt habe, gibt es Schritte, die mit diesem Weg aus dieser Scheinwelt heraus ins normale Leben überhaupt nicht klargekommen sind und teilweise auch nicht klarkommen, im Augenblick immer noch in diesem Prozess sind, weil sie in dieser Welt nicht so akzeptiert werden wie in der Scheinwelt des Fußballs, wo nur die Leistungsfähigkeit, die Titel, von denen Jimmy gesprochen hat zum Beispiel, gelten, sondern ihr eigenes Persönlichkeitsbild, ja, sich im Prinzip während der Fußballzeit nur auf den Fußballer beschränkt und das Fokus steht auf nichts anderes. Das Menschliche zählt überhaupt nicht, nur die Leistungsfähigkeit.